Freunde, willkommen zur dritten und vorletzten Vorfreude auf Silvester-Tour. Ich werde für euch vier Teile machen. Wie gesagt, jeden Adventssonntag kommt ein Teil raus. Huch, da fallen Raketen schon um. Wir haben jetzt hier, wie gesagt, den dritten Advent für euch, die dritte Vorfreude-Tour. Und ich zeige euch mal alles, was wir jetzt hier so verzünden werden heute. Wir haben auf jeden Fall von China Red die Full Sky Raketen. Das sind sozusagen holländische Raketen. Alle haben 40 Gramm NEM Max. Also Max ist in Holland 40 Gramm. So, 40 Gramm sind Max in Holland. Sieben schöne Raketen. Schauen wir uns mal an, wie die so sind. Die habe ich persönlich selber noch nicht geschossen. Dann geht es weiter mit ein bisschen Kleinkram. Wir haben hier noch die Big Whoppers von Leslie. Haben noch ein paar Murmeln übrig. Dachte ich mir, nehme einfach mal welche mit. Wir haben hier diesmal den Salut Knallstern Pech und Schwefel von Pyroland. Wir haben diesmal einen Red Flame F1 Artikel, also Bengalo, von Breukhoff. Wir haben wie in jedem Teil die wunderschöne kleine A-Böller-Kette, die Knallkette von Nico. Wir haben diesmal noch ein paar Silberpiraten dabei. Wir werden jetzt nicht die ganze Packung zünden, aber ein paar werden wir mal noch zünden. Dann haben wir jetzt hier eine schöne Neuheit, und zwar die Blitzies von Leslie. Beziehungsweise, ich sag mal, 10er Leslie. Sieht für mich immer fast alles genauso aus. Hier steht jetzt Herlat Feuerwerk. Die sind dabei. Wunderschöne römische Lichter, die ich persönlich sehr empfehle. Und zwar sind das die X-Plot Shine. Werdet da draußen sehen, was die können. Wir haben noch einmal die X-Plot Crackling Birds. Wir haben die Classic Bad Org. Oder Or. Or. Boogie. Ja, die haben auf jeden Fall. Und die Fatum. Und dann würde ich mal sagen, Fatum ist von Triplex. Dann würde ich mal sagen, gehen wir gleich mal raus zur Zündung und dann schauen wir uns mal die Vorfreude-Tour an hier, wie sie wird, was drin ist, was hier dabei ist. Ja, dann würde ich mal sagen, bis gleich draußen zur Zündung. So Freunde, wir fangen an mit unserer Vorfreude-Tour Nummer 3. Wir haben hier die Silberpiraten. Schön laut die Dinger. Dafür, dass sie nicht mal ein Gramm haben. Wunderbar. So, vier Stück haben wir noch. Genau, das Handy ist immer mit dabei. Guck mal, wie er rollt. So. Also super die Teile eigentlich, die kommen wir gleich so wieder zurück. So, und den letzten. Ist auf jeden Fall eine dumme Batterie da hinten. Super, so. Guck mal, wer war Fokus testen von der Kamera? Ah, jetzt ist schon vorbei, schade. So, gut, wir machen weiter mit der Knallkette. So. Wie gesagt, die müsste da ja langsam kennen von mir. Ja, immer wieder schön für 80 Cent. So, dann haben wir hier drinnen noch die Crackling-Bälle. Davon werden wir auch, denke ich, mal 3-4 Stück machen, was? Ich denke mal, 3 werden reichen. So, die werden wir ein bisschen kullern, weil die natürlich auch immer von Leslie aufplatzen. Oh, die brennen aber so lahmarschig. Mal gucken. Ui. Ich habe jetzt gerade geguckt, nicht, dass die Batterien da gleich angehen. Das sind die Batterien für das Finale für uns hier. Ah, so, haben wir noch 2 blaue. Gucken wir hier schon mal wieder ein. Einfach krass die Teile. So, und den letzten noch. So. Ah, da ist auch wieder. So.
dann machen wir mal hier weiter mit dem Klasse 1 Ding. Dann habe ich hier mal am Boden gesteckt, damit wir schon mal ein bisschen was haben. Schönes Rot. Ich finde für 1,50 ist das Teil super. Also da kann man echt nichts verkehrt machen eigentlich. Das ist Klasse 1, kann das ganze Jahr überzünden. Wunderbar. Und brennt ziemlich lange. So, dann machen wir gleich mal weiter mit die Xplode Shine. Wir haben hier zwei verschiedene. Wir fangen erstmal mit dem einen an. Oh, ich muss mal gucken, wie ich das drauf kriege hier für euch. Das sind wirklich schöne, schöne Bomben. Quäckling und rote, blaue Sterne. Ich lasse das mal oben, macht sich besser. Da hat der Fuchs. Ja, das war die erste Variante. Dann machen wir gleich mal die zweite. Lila und grüne Schiffe. Also lila und grüne Sterne. Also wie gesagt, die Shine von Xplode finde ich mega geil. Ja, die kann man recht ruhig mal öfters kaufen. So, wir machen mal weiter hier mit dem Single Shot von Pyroland, den ich euch vorgestellt habe. Einfach gut, die Teile. So, wir machen mal weiter hier mit die Xplode Vögel. Schön die Teile. So, einen können wir noch genießen und man merkt, es ist schön Silvester. Auch wenn die Leute nicht viel haben, ein paar Leute gucken zu und sehen uns. Ich hab Flieger. So, dann machen wir weiter mit die Blitzis Bombenrohre, danach machen wir die Raketen, was? So. Ich bin mal gespannt, wie die sind. Oh, grüne Blinker, sehr schön. So, am nächsten. Rote und grüne Blinker und die Feuertöpfe sind auch unterschiedlich. Da hat man jetzt rote, grüne Blinker. Gucken, was der hier macht. Ja, rote Blinker, aber oben waren ein bisschen wenig rote Blinker. So, und der letzte. Ich finde die toll. Ja klar, sind ein bisschen teurer wie die Sputniks, aber sind super, fein mit dem Blinkfalltopf. So, wir machen weiter wie versprochen hier. Wir haben jetzt hier die Full Sky, genau, die Full Sky Raketen. Wir fangen dann an mit den kleinen Raketen, also eine Bezeichnung haben die jetzt nicht. Da hinten geht eine schöne Batterie nach dem anderen hoch. Schönes Gold mit blauen Sternen. Ui, ich kann die Rakete wieder runter. So, machen wir die Rakete.
geht mal ein Stück weiter weg. Und dann machen wir die kleinen weiter. Huch, nur die Rinder ins Loch. Ey, ich triff's Loch nicht, Leute. Jetzt. So, die nächste kleine Rakete von dem Pink Sky. Red Shiner. Oha. Ist ja riesig. So, die nächste kleine. Auch wieder, wie gesagt, Red Shiner, 40 Gramm Raketen. Die sind ja richtig gut. Also kann ich jetzt nicht meckern. So, dann haben wir noch vier große. Da werden wir mal schauen, dass wir die vielleicht in eine andere Richtung lenken können. So. Ich denke mal, die werden jetzt anders fliegen. Das ist doch ganz weit weg. Schönes Gold. So, nächste Rakete. Oh, der Blinker stand ein bisschen nicht so lange. So, machen wir gleich die nächste. Die letzte aus dem Set. Machen wir das Set auch durch. Jo, von mir schon mal eine Kaufempfehlung. 7 Raketen, 20 Euro. Sind ganz gut. Oh, schade, dass die letzte ein bisschen unscharf war. So, dann kommen wir jetzt langsam zum Finale. Wir fangen mal an mit der Bad Orch. Rock, keine Ahnung. So. Jetzt nicht unbedingt. Ja, so, machen wir jetzt noch die Fattung. Ach, die kostet gleich mal 10 Euro mehr, also 25. Und das Finale. Also Fatum immer noch spitze. Also Freunde, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, euch hat die Tour gefallen. Wenn euch das so gefallen hat, wie es jetzt war, lasst euch mal einen Kommentar da, ein Like, ein Abo. Ihr kennt die Chose. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut.